28. November 1964 im Dürener Marschpark zu Hannover gegründet. In diesem Monat wird unsere Partei also 50 Jahre alt. 50 Jahre Kampf für Frieden, Freiheit und Souveränität. Ich gehöre dieser Partei mittlerweile 46 Jahre an. Wenn ich damals schon mit 12 Jahren hätte beitreten können, würde ich vielleicht heute auch 50 Jahre dabei sein. Aber nichtsdestotrotz, 46 Jahre Höhen und Tiefen in dieser Partei, mit dieser Partei, in der eigenen Person zu erleben, war für mich ein sehr großes Erlebnis. Und ich bedanke mich beim Präsidium, heute zu Ihnen einige Worte zum Thema 50 Jahre NPD sagen zu können. Meine Zeitvorgabe von 15 Minuten werde ich vielleicht in 5 Minuten überschreiten, doch tatsächlich würde ich sicherlich mindestens 50 Minuten brauchen, um etwas von dem wiederzugeben, was wir alle gerade aus diesem Film erlebt haben. Aufbruchstimmung, Gefühle. Diese NPD ist bewusst keine Partei wie die anderen Parteien. Diese NPD wollte nie so sein wie damals die Bonner Lizenzparteien oder heute die Kollaborateure in der politischen Führung in Berlin. Die NPD war ein Zusammenschluss aus vielen nationalen Organisationen, die in den 50er und 60er Jahren alle einzeln und in Konkurrenz darum kämpften, ein entsprechendes politisches nationales Gewicht nach dem Zweiten Weltkrieg zu schaffen. Die NPD bestand aus Mitgliedern oder wurde gegründet von Mitgliedern der Deutschen Partei, die es ja heute in Bremen immer noch gibt, der Deutschen Reichspartei, die sich dann Jahre später zugunsten der NPD aufgelöst hatte, und des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten, sowie der Gesamtdeutschen Partei. Der erste Parteivorsitzende, Friedrich Thiel, führte die Partei von 1964 bis 1967. Adolf von Tannen war damals von Anbeginn an sein Stellvertreter. Da er Vorsitzender der Deutschen Reichspartei war, ist er zunächst in den Hintergrund getreten und hat einen noch politisch unbedarften Mann, der aus der CDU kam, wie Friedrich Thiel, den Vortritt gelassen, damit diese Sammlungsbewegung überhaupt zustande kam. Der zweite Vorsitzende, Wilhelm Brückmann, hier aus Baden-Württemberg kommend, war Vorstandsmitglied der Gesamtdeutschen Partei. Und diese Parteigründung wurde von dem Wunsch nach nationaler Einigkeit, nach Überwindung der deutschen Teilung, nach der Wiederherstellung der Souveränität des immer noch geteilten und besetzten deutschen Vaterlandes gegründet. Und ich will Ihnen nur einige wenige Auszüge aus dem Manifest, und zwar aus dem Gründungsmanifest von 1967 wiedergeben. Dieses Gründungsmanifest wurde verabschiedet 1964 auf dem Gründungsparteitag und verfasst von Professor Dr. Hans Bernhard von Grünberg, der von 1937 bis 1944 der Rektor der Albertinus-Universität zu Königsberg gewesen war. Ich zitiere: Das deutsche Volk, diesseits und jenseits von Mauer und Stacheldraht,
Will nicht, dass unser Land Schauplatz eines Bruderkrieges wird. Es will nicht für fremde Interessen kämpfen. Es will Einheit und Frieden. Zum Abschluss dieses Gründungsmanifestes taucht eine wahrhaft visionäre Vorstellung auf, die sich in der Politik dann ja auch erfüllt hat. Die deutsche Politik muss von dem Grundsatz getragen werden, dass der Friede in Europa und in der Welt entscheidend von der Wiederherstellung der europäischen Mitte durch Deutschlands Einheit und Freiheit abhängig ist. Solange die Spannungsfelder fremder Machtblöcke mitten durch Deutschland gehen, wird dadurch Europa gespalten, wird die Welt ständig am Abgrund eines Krieges stehen. Nationale deutsche Politik ist deshalb in ihrer tiefsten Bedeutung Friedenspolitik. Werte Anwesende, viele von uns haben das vielleicht so noch nicht gesehen, dass die NPD in all diesen Jahren, seit sie besteht, immer auch darum gerungen hat, den inneren Frieden in unserem Land herzustellen, den äußeren Frieden durch Überwindung der Machtblöcke herzustellen, also im wahrsten Sinne des Wortes eine Friedenspartei gewesen ist. Und unser Anliegen wurde immer von denen, die ja heute da draußen auf der Straße standen und Gewalt predigen, Gewalt sehen, Gewalt gegen die Delegierten dieser Partei seit ihrer Gründung ausgeübt haben, mit Füßen getreten. Die wahren Demokraten stehen nicht da draußen, sondern sitzen hier in diesem Saal. Applaus 1966 bis 1972 war die NPD im geteilten Vaterland in 7 westdeutschen Landtagen vertreten, und zwar mit 61 Abgeordneten. Aus Hessen 8 Abgeordnete, in Bayern 15 Abgeordnete, in Rheinland-Pfalz 4 Abgeordnete, Schleswig-Holstein 4 Abgeordnete, Niedersachsen 10, in der Hansestadt Bremen 8 Abgeordnete und hier in Baden-Württemberg mit dem besten Wahlergebnis von 9,2%. Was die NPD von 9,8%, was die NPD bei einer Landtagswahl hatte, mit 12 Abgeordneten. An der Bundesversammlung 1969 wurde der damalige Bundespräsident mit der Teilnahme von 22 NPD-Abgeordneten gewählt. Liebe Kameradinnen und Kameraden, die NPD hat viel durchgemacht seit diesen Tagen. Wir konnten es eben in diesem Film erleben und ich selber war ja auch dabei in diesem Wahlkampf 1969, der bisher der härteste war, mit den größten Verlusten, selbst an Toten, die wir nach diesem Wahlkampf zu beklagen hatten, den ich persönlich miterlebt habe und der alles andere bisher in den Schatten gestellt hat. Danach kam eine Zeit des Niedergangs. Warum kam diese Zeit? Weil es immer viele Leute auf der nationalen Seite gibt, die glauben, ein kleineres Übel unterstützen zu müssen. Und so verflüchtigten sich einige, die sagten, mit der NPD ist es jetzt aus. Obwohl wir mit 4,3% zur Bundestagswahl 1969 das beste Wahlergebnis hatten, was jemals eine nationale Partei nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gehabt hat. Wir hatten für über 800.000 Mark ein Haus, was die Parteizentrale werden sollte, in der damaligen Bundeshauptstadt, in dem Provisorium Bonn gekauft. Das alles wurde verkauft, die Gelder verschleudert, sinnlose Wahlkämpfe damals versucht, um die NPD wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Doch die eigenen Mitglieder verschwanden. Sie verschwanden in der CDU und viele meiner damaligen politischen Weggefährten, einige sind ja zum Glück wieder zurückgekehrt,
wollten die CDU zu einer rechten Partei machen und umkrempeln. Und hier, werte Freunde, können wir von vornherein den Unterschied zu den etablierten Parteien und zur NPD sehen. Die etablierten Parteien haben zu allen Zeiten eine angepasste Politik gegenüber den Siegern des Zweiten Weltkrieges betrieben. Sie haben die Ostverträge unterschrieben. Sie haben auf deutsches Land verzichtet, was ihnen nicht gehört. Und damit gibt es eben keine Rechtsgültigkeit für Verträge, die die Bundesrepublik geschlossen hat, auf deutsche Gebiete östlich von Oder. Hat uns eine Weltanschauung in all diesen Jahrzehnten zusammengehalten. Günter Deckert in Willingen-Schwenningen mit Wahlerfolgen, von Jürgen Schützinger mit Wahlerfolgen in Tuttlingen in der Heimat von Martin Buskenhoff, wie dann also auch in Hessen, wo die NPD zweitstärkste Partei nach der SPD in Wölfersheim in Eringshausen wurde und sich dort in die Bevölkerung wieder eingebrannt hat, weil die Menschen gesehen haben, es sind nicht nur drei Buchstaben, es sind keine bösen Neonazis, sondern es sind Politiker, die sich um uns kümmern, die sich nicht um Ali kümmern, nicht um Mustafa, sondern um die Geschicke der Deutschen in diesem Land. Wir haben schwere Zeiten durchlebt, indem wir nach 1996, ich muss das jetzt alles sprengen aus zeitlichen Gründen, nach 1996 zwar großartige Demonstrationen gegen die Schandausstellung Verbrechen der Wehrmacht bundesweit durchgeführt haben. Ja, wir haben es sogar geschafft, dass sich erstmals wieder Teile der Bevölkerung, Soldatenkameradschaften, Marinekameradschaften, Fallschirmjägerkameradschaften mit der NPD identifizierten und auf die Straße gingen, um gegen diese Schandausstellung angeblicher Verbrechen der Wehrmacht zu demonstrieren. Und wir haben es geschafft, dass diese Ausstellung eingestampft und abgeschafft worden ist, werte Freunde. Das waren wir, das war nicht die CDU, nicht die SPD, nicht die FDP, das haben wir auf der Straße bewegt. Wir waren so erfolgreich, dass man dann im Jahre 2001 einen Verbotsantrag gegen die NPD gestellt hat. Seit 1968 schwebte das Damoklesschwert des Verbotes über diese Partei, wollte man immer die Partei verbieten. Bereits 1968 hatte Adolf von Datten Vorkehrungen getroffen und der damalige Vertreter wäre der Bruder von Rudolf Hauptstein, dem Herausgeber des Spiegels gewesen, der die NPD in einem Verbotsverfahren vertreten hätte. Es sollte dann aber noch lange Zeit vergehen bis zum Jahre 2001 aufgrund der NPD-Erfolge, aufgrund der Identifizierung aus der Bevölkerung mit der NPD ein neuer Verbotsantrag kommen sollte. Der damals vorgesehene Anwalt, der war bereits in Walhall eingekehrt und wir fanden einmal mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Rechtsanwalt Dr. Eisenecker und mit unserem Kameraden Horst Mahler würdige Vertreter. Das Verfahren wurde 2003 bekanntlich eingestellt. Mehr Zeit bleibt mir nicht, darüber zu berichten. Und dann gerade im Jahre 2013 wieder aufgenommen zu werden. Und ich brauche kein Geheimnis zu verraten, dass die NPD weder im Jahre 1968 noch im Jahre 2003 noch 2014 oder 2015 verboten werden kann, denn eine Partei, die nichts Verbotenes tut, kann in diesem Land nicht verboten werden.
50 Jahre Kampf für Frieden, Freiheit und Souveränität. Im Düsseldorfer Programm von 1973 findet sich der Satz: Die nationale Idee wird die Sprengkraft gegen Fremdherrschaft und imperiale Gewalt entwickeln, durch die auch wir die deutsche Einheit und Freiheit wiedererlangen werden. Zum Abschluss des Düsseldorfer Programms heißt es: Die Entscheidung, ob die Welt in Freiheit lebt oder in einem kommunistischen Zwangssystem untergehen wird, wird nicht in Verhandlungen der Großmächte entschieden, sondern sie wird vom Freiheitswillen und Selbstverständnis der Völker Europas abhängig sein. Ein Europa der Europäer wird auch dem deutschen Volk seinen Anspruch auf seinen Teil dieser gemeinsamen Freiheit verwirklichen können. Deutschland den Deutschen mit der Nationaldemokratie zur Einheit für Deutschland, Freiheit für Europa und Frieden für die Welt. Wir sehen also, programmatisch gehen diese Forderungen absolut durch unsere Parteiprogramme hindurch. Im NPD-Parteiprogramm von 1987 heißt es in der Präambel: Oberstes Ziel nationaldemokratischer Politik ist ein souveränes, einiges Deutschland, das als blockfreier Mittler zwischen Ost und West einen wichtigen Beitrag für eine friedliche Zukunft Europas leistet. Da Unrecht nicht dem Frieden dient, wird die völkerrechtswidrige Abtretung deutscher Gebiete niemals anerkannt. Kameradinnen und Kameraden, unsere Einstellung durchzieht sich durch alle Parteiprogramme. Ich erspare mir nun, weitere Auszüge vorzulesen. Aber dass Deutschland kein souveränes Land ist, dass Deutschland kein freies Land ist, wie Herr Kohl oder Frau Merkel es immer wieder behauptet haben, das merken wir in diesen Tagen. Das haben auch die Bundesbürger spätestens dann erfahren, als Frau Merkel mit dem Funktelefon vor die Kameras der Tagesschau getreten ist und abends erklärt haben: Es kann doch nicht sein, die Amerikaner haben mich abgehört, das wird sie nicht zulassen. Ja, werte Freunde, das deutsche Volk ist selten so belogen worden wie bei diesen Äußerungen. Und ich frage mich, wo heute der Aufstand der Linken ist, der Sozis, ja meinetwegen auch der Konservativen innerhalb der CDU und in der SPD, die es durchaus noch gibt. Haben die denn alle kein Gefühl für deutsche Freiheit, für deutsche Souveränität? Denn das, was dort praktiziert worden ist, hat Deutschland im Jahre 1955 mit den Deutschlandverträgen unterschrieben. Und dann kommt ja immer wieder die große Diskussion oder die große Frage auf: Ja, Deutschlandvertrag, Souveränitätseinschränkungen, das alles war doch Schnee von gestern, denn mit der Wiedervereinigung, die NPD immer als Teilvereinigung bezeichnet hat, mit dieser Wiedervereinigung wurde im Plus-2-Plus-4-Abkommen ja die volle Souveränität Deutschlands wiederhergestellt. Ja, werte Freunde, das wird sie eben nicht. Denn wenn man dieses 2-plus-4-Abkommen durchliest, dann steht da zwar drin, dass der Deutschlandvertrag und damit die Pariser Verträge von 1955 außer Kraft gesetzt werden. Auch der Überleitungsvertrag und auch die Zusatzabkommen wie Finanzabkommen und Truppenstatut. Aber da muss man weiterlesen. Und dann kommt das Kleingedruckte wie bei jedem Vertrag. Und dann steht drin, der Überleitungsvertrag wurde zwar außer Kraft gesetzt, der Überleitungsvertrag ist übrigens derjenige mit den meisten Souveränitätseinschränkungen neben dem Finanzabkommen. Und in diesem Überleitungsvertrag, was steht da drin? Da steht dieser Satz drin, dass die Bundesrepublik Deutschland sich verpflichtet, den Alliierten, und zwar den Amerikanern wie den Briten, bis
zum Jahre 2099 sämtliche Zugriffe auf alle deutschen Telekommunikationsnetze zu erlauben. Und in diesem 2+4-Abkommen steht zum Schluss eben drin, der Überleitungsvertrag wird außer Kraft gesetzt, bis auf Artikel 28, 32, 34, 36. Und da stehen diese Souveränitätseinschränkungen drin. Werte Freunde, wer dann also als Kanzlerin vor das deutsche Volk tritt und sagt, das dürfen wir nicht, der verarscht das deutsche Volk wieder einmal in unglaublicher Art und Weise, denn sie müssten wissen, dass sie das unterschrieben haben, dass die Amerikaner dies bis zum Jahre 2099 dürfen. Nichts mehr darüber zu hören. Einmal hat übrigens Gregor Gysi dieses Thema aufgebracht im Bundestag, eine so kleine Randnotiz in der Presse, und danach wurde darüber geschwiegen. Aber eines sollte uns darüber im Klaren sein. Dieses Land ist nicht Deutschland. Dieses Land, die Bundesrepublik, ist nach wie vor ein besetztes Land, ein geteiltes Land. Es steht unter Fremdherrschaft. Und unser politischer Auftrag ist, daran zu arbeiten, dass Deutschland in Freiheit, Frieden und nationaler Unabhängigkeit neu erstehen kann. Die NPD hat sich zu allen Zeiten für den inneren Frieden durch Schaffung einer Volksgemeinschaft eingesetzt. Den äußeren Frieden durch Anerkennung und Achtung der Würde anderer Völker und sich für den Erhalt der Identität des eigenen deutschen Volkes als gleichberechtigtes Mitglied in der Völkerfamilie eingesetzt. Wir haben den Gedanken von Herder, Völker sind Gedanken Gottes weiter in uns verinnerlicht und wir kämpfen Seite an Seite mit den Nationalisten in ganz Europa für die Identität der europäischen Völker und gegen die Gleichmacherei multikultureller Gesellschaft und gegen die Behauptung eines deutschen Innenministers, der es vor wenigen Tagen behauptet hat, die Dschihadisten wären alles unsere Söhne und Töchter. Werte Freunde, sowas kann doch nur einem total entfremdeten Menschen, der nichts mehr für sein eigenes Volk übrig hat, einfallen. Wie können die jemals unsere Söhne und Töchter werden? Sie können vielleicht deutsche Staatsbürger sein, durch die Missachtung des deutschen Abstammungsprinzips. Aber sie werden niemals deutsche Volksangehörige werden. Und daher ist diese Aufforderung. Wir kommen zum Thema Freiheit. Lassen Sie mich abschließend dazu sagen, wer will in diesem Land noch von Freiheit sprechen? Jährlich finden 13.000 Ermittlungsverfahren gegen Patrioten, gegen Nationalisten statt in diesem Land, die zu über 500 Verurteilungen Jahr für Jahr führen, stellvertretend für viele hunderte Kameradinnen und Kameraden, die in den Gefängnissen sitzen, möchte ich hier erneut Horst Mahler nennen, der niemandem etwas getan hat, keine Frau vergewaltigt, schon kein Kind vergangen hat, sondern der nur seine Meinung öffentlich und frei geäußert hat. Und dafür 12,5 Jahre Gefängnis im freiesten Staat, der jemals auf deutschem Boden existiert haben soll, bekommen hat. Voll deutsche Kenntnis dazu noch.
NPD Niedersachsen. Wir sprechen Klartext vom Harz bis an das Meer. NPD Niedersachsen.